Alle Augen sind auf die neue Miss Germany gerichtet. Caroline Nöding aus Hannover wurde zur schönsten Frau Deutschlands gewählt. Für Julia Althammer, die Miss Bayern und Miss Bayernwelle, blieb kein Platz auf dem Treppchen. Zeit für einen kleinen Rückblick. 4 Wochen dauerte die Finalrunde der Miss Germany. Im Miss Germany Camp, den Miss Germany Finaltagen und schließlich bei der großen Gala zum Finale mussten sich 24 Schönheiten im Kampf um die Krone messen. Letztendlich unterlagen die Bayern hier erneut dem Norden. Ich freue mich auf jeden Fall für die Caro. Sie hat verdient gewonnen und ich nehme die Niederlage mit Würde hin und bin froh, dass ich Miss Bayern bin und das ist das Wichtigste. Warum wird denn nie eine Miss Bayern Miss Germany? Ja, da musst du die Jury fragen, aber ich habe mein Bestes gegeben und es sollte wohl nicht sein. Was war denn der schönste Moment heute? Heute? Der schönste Moment? Wie man die Freunde wieder sieht und die Familie, mein Freund, das war auf jeden Fall der schönste Moment. Weil die sieht man 3 Wochen nicht und war schon schön. Ja. Julia, die Studentin, wird nun ihrer bayerischen Heimat erhalten bleiben und nicht die große Reise antreten, welche der Gewinnerin bevorsteht. Stattdessen wird die Einringerin ihr Lehramtsstudium fortsetzen. Gewinnerin Caroline Nöding war von ihrem Sieg sichtlich angetan. Ich bin überwältigt. Ich fange es an, langsam zu realisieren und es ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl. Ich freue mich über jetzt jeden Tag in dem neuen Jahr und möchte etwas Besonderes daraus machen. Die Gewinnerin der Herzen ist die Julia, gewonnen hat die Carol. Aber ich muss sagen, die Carol ist ein sehr, sehr offenherziger Typ, also ist sehr zugänglich und ich glaube, das ist genau das, was die MCC braucht. Sie braucht eben ein Mädel, das sofort anspringt auf Kunden und die Kunden auch direkt auf sie anspringen. Also, ich würde sagen, da ist sie der prädestiniert dafür. Dann spricht sie noch x Sprachen und ist ziemlich weltgewandt und wortgewandt. Und also da spricht eigentlich jetzt nichts dagegen. Optisch kann man auch nichts sagen. Sicherlich, jetzt ist natürlich die alte Frage, die letzten 3 Missen waren alle blond und blauäugig. Die Jury war dieselbe, liegt es an der Jury. Warum nicht mal dunkel, warum nicht mal ein bisschen asiatisch oder orientalisch oder exotisch. Aber das ist halt so, das muss man halt akzeptieren. Und ich finde, im Großen und Ganzen ist die Wahl gerecht, obwohl echt heuer sehr hübsche Mädchen dabei waren. Auch Ehrengast und Juror Stefan Mross konnte sich ein Urteil zu Deutschlands bekanntestem Schönheitswettbewerb bilden. Ich bin schon ganz aufgeregt, mein Pumpen geht schon sauber, weil wir haben jetzt gleich einen Backstage-Besuch. Und da dürfen wir die Frauen jetzt schon mal begutachten und ich hoffe, dass alle angezogen sind. Also ich habe halt wirklich einen ganz schweren Job hier, die Mädels beurteilen und auch mal auf den Po schauen dürfen und auch mal... Aber ich hoffe, es gewinnt ein gescheites Mädel. Sie soll ja doch ganz Deutschland vertreten und von dem her ist es sehr, sehr wichtig, dass sie nicht nur schön ist, sondern auch klug. Allerdings blieb auch dieses Mal die Frage offen, wann endlich eine Bayerin den begehrten Wettbewerb gewinnen wird. Der Geschmack des bayerischen Publikums, der bodenständige und heimatverbundene Frauen vorzieht, hat immer noch nicht den durchschlagenden Erfolg gebracht. Dass aber eine Miss Bayern-Welle erneut zur Miss Bayern gewählt werden könnte, erscheint auch 2014 mehr als möglich.